Die Entscheidungsphase bei ERP-Projekten dauert immer länger. Woran das liegt, darüber sprechen wir jetzt mit den Vertretern von drei renommierten Systemhäusern. Ja, ich denke, das liegt zum einen an dem immer größeren Funktionsumfang der Lösungen. Die werden immer komplexer und damit werden die Entscheidungen auch immer schwieriger. Und zum anderen sicherlich auch an der Wettbewerbssituation. Es gibt immer mehr Produkte, die funktional ähnlich sind und das macht sicherlich den Entscheidern nicht leichter, sich für das ein oder andere Produkt oder den ein oder anderen Partner zu entscheiden. Die Entscheidung für ein neues ERP-System ist keine alleinige IT-Entscheidung, sondern eine grundlegende Entscheidung, die über die weitere Ausrichtung des Unternehmens mitentscheidet. Von da nehmen sich die Firmen die Zeit, die sie brauchen, um alle betroffenen Bereiche mit einzubinden und ihre Entscheidung so fundiert wie möglich zu treffen. Zudem zählt ein vertrauensvolles Verhältnis zum Implementierungspartner. Das reift nur über die Zeit, über das gegenseitige Kennenlernen. Das sind die Hauptgründe, warum Entscheidungen ihre Zeit brauchen. ERP-Entscheidungen betreffen nicht nur das reine IT-System, sondern sind für die strategische Aufstellung eines Unternehmens von immenser Bedeutung. Sie bilden die Nervenbahnen oder das Fundament eines zukünftigen Unternehmens, einer zukünftigen Unternehmensausrichtung. Komplexität der Anbieter gepaart mit dieser strategischen Bedeutung macht eigentlich einen Entscheidungsprozess so wertvoll und das Vertrauen, was aufgebaut werden muss zwischen Anbieter und Anwender, ist eminent für das zukünftigen Erfolg dieses Projektes. Was können die Anwenderunternehmen tun, um diese Entscheidungsphase zu verkürzen? Es kommt nicht so sehr darauf an, die Entscheidungsphase zu verkürzen, sondern die Entscheidung in der Qualität so hoch wie möglich zu gestalten, sie nachhaltig zu gestalten. Das erfordert klare Einbindung und Ausrichtung durch die Geschäftsführung. Was will ich mit dem Projekt erreichen? Welche Unternehmensziele sollen langfristig erreicht werden? Einbindung aller betroffenen Fachbereiche und eine klare Zielsetzung, am besten auch in Kennzahlen festgelegt, an der sich dann der Anbieter orientieren kann. Das ist wichtig, um den Prozess so effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Es startet wie immer mit der Zielsetzung. Worauf wollen wir hinaus? Was will der Anwender, das Anwenderunternehmen mit dem Projekt erreichen? Und daraus ausgerichtet die Auswahl Prozess gestalten und nicht rein einen Funktionsvergleich zu machen, der im Endeffekt zwar eine Sicherheit über Funktionalität bringt, aber keine Sicherheit über die Prozessimplementierung oder die Prozessharmonisierung. Wenn man über die Themen zunächst diskutiert, was ist die strategische Ausrichtung, was ist die Zielsetzung, kommt man auch relativ schnell im strukturierten Auswahlprozess zum Ergebnis. Viele Geschäftsführungen delegieren den Auswahlprozess an ihre IT oder an externe Berater und diese prüfen dann letztendlich den Funktionsumfang der Softwarelösungen ab, schauen, was ist in dieser Lösung funktional, was wird da geboten, was das Unternehmen brauchen könnte. Und ich denke, das ist der falsche Ansatz. Da kann man Hunderte oder Tausende von Funktionen prüfen. Wichtiger wäre, eine Zielsetzung mit Einbindung der Geschäftsführung sauber und klar zu formulieren und dann mit einem Partner einen Weg zu entwickeln, zu einer Entscheidung zu kommen.